Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Florida und das ist mein Reisebericht vom ersten Tag im Kennedy Space Center. Der erste Tag unserer USA-Reise ins Land, wo die Raketen blühen. Welcher Ort wäre da besser als das Kennedy Space Center in Florida? Das KSC bietet eine einzigartige Möglichkeit, die beeindruckende Vergangenheit der US-amerikanischen Raumfahrt zu feiern und gleichzeitig der rumorenden Gegenwart mit gleich mehreren aktiven Raketenpads sehr nahe zu sein. Schon aus der Ferne wird man durch das monströse Vehicle Assembly Building begrüßt. Lange Zeit nach Volumen das größte Gebäude der Welt, besitzt es noch heute den weltweit höchsten ersten Stock und die größten Türen. Es sollte nicht das einzige Superlativ an diesem Tag bleiben. Schon beim Betreten des Besucherkomplexes des KSC spürte ich die historische Bedeutung dieses Orts. Zu Recht das Herzstück der amerikanischen Raumfahrtgeschichte. Der Besucherkomplex des KSC präsentiert eine Auswahl an frühen Raketen der US-Raumfahrt, unter anderem Redstone, Atlas, Titan und Saturn. Die winzige Mercury-Kapsel auf der eher bescheidenen Redstone zu sehen, war fast beeindruckender als die raumfahrttechnisch deutlich interessantere Gemini auf der Titan. Die liegende Saturn 1b im Hintergrund, die schürte schon meine Vorfreude auf die Saturn 5, die in meiner Kindheit fast im Alleingang meine Leidenschaft für Raumfahrt und Raketen geweckt hat. Als Vorgeschmack auf die ersten Begegnungen mit der Saturn 5, das mächtige F1-Triebwerk. Gleich 5 Stück haben die Saturn 5 von der Erde gehoben. Nach einem ehrfürchtigen Spaziergang im Raketengarten ging es dann mit dem Bus vorbei an den Hauptgebäuden und an dem Astronauten-Checkout-Building, das schon Neil Armstrong in Astronautenmontur verlassen hat und das jetzt seinen Namen trägt. Es ging zur Cape Canaveral Space Force Station, zu den Startplätzen von ULA und SpaceX, in der Ferne auch die neue Startanlage von Blue Origin. Bevor wir zu Pad 39A und B fuhren, ging es an der Roberts Road vorbei. Für die anderen Busteilnehmer ziemlich unspektakulär, wussten wir Raketen-Nerds natürlich, dass hier SpaceX Quartier bezogen hat und neben den neuen Starship-Startanlagen auch seine Falcon-Booster wieder aufarbeitet. Der erste Halt zum Aufsteigen, die Press Site in direkter Nachbarschaft des mächtigen VAB. Für mich als YouTube-Raumfahrtkommentator spannend die Vorstellung, dass der legendäre Raumfahrtkommentator Walter Cronkite hier vom Dach des CBS News-Hüttchens den Start von Apollo 11 verfolgt und kommentiert hat. Wir ließen das VAB zurück und nahmen die Straße entlang des Crawlerways, auf dem Saturn 5, Shuttle und SLS zu ihren Pads gefahren wurden. Alle Astronauten seit dem Apollo-Programm, die mit amerikanischen Raketen ins All geflogen sind, haben den gleichen Weg genommen, bevor sie ihre Raketen bestiegen haben. Diese Gedanken kommen einem permanent im Kennedy Space Center. Zu geschichtsträchtig ist einfach jedes Gebäude, jeder Stein, jedes Schild. Der geschichtsträchtigste Ort für mich im gesamten KSC, Pad 39A. Schließlich das Pad, von dem Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins am 16. Juli 1969 die Erde verließen, um zum Mond zu fliegen. Heute gepachtet von SpaceX hat dieses Pad neben den meisten Shuttle-Starts auch alle Crew Dragon und Falcon Heavy-Flüge gesehen. Und als ob das Pad nicht schon eine bewegte Geschichte hätte, ragt schon der neue Startturm für das Starship in direkter Nachbarschaft des aktuellen Falcon Pads in die Höhe. Nach all den Jahren, in denen ich das Starship-Programm verfolge, ja, da war es schon surreal, diese enorme Startanlage, diesen Startturm einmal aus nächster Nähe sehen zu können. Aber natürlich ging die Bustour auch zum Pad 39B, das neben diversen Shuttle-Flügen auch den ersten SLS-Start des Artemis-Programms gesehen hatte und von dem die erste Crew seit Apollo mit Artemis II wieder zum Mond aufbrechen wird. Mein Highlight des Tages und besonders beeindruckend das Apollo Saturn 5 Center. Hier kann man die monumentale Saturn 5 Rakete bestaunen. Für mich bleibt die Saturn 5 auch in Zeiten von Falcon 9 und Starship meine absolute Lieblingsrakete. Es ist unfassbar, dass die amerikanische Raumfahrt innerhalb von weniger als 10 Jahren vom Anfangsstadium zu diesem Wunderwerk der Technik gelangt ist. 110 Meter Länge, diese Zahl, die kenne ich seit frühester Kindheit auswendig. Ja, unter dieser Rakete dann tatsächlich hindurchzulaufen, das war für mich unbeschreiblich. Was für ein Monster! 13 Starts, 13 Mal erfolgreich, davon 10 mit Crew, die Apollo-Astronauten zum Mond beförderten. Im sprichwörtlichen Schatten der enormen Saturn 5 vermittelt die Ausstellung eindrucksvoll die Herausforderungen und Erfolge des Apollo-Programms. Meine tiefe Bewunderung für die mutigen Männer, die den Schritt ins Unbekannte wagten. Ich verneige mich gleichzeitig vor all den Männern und Frauen, die das Wunderwerk Saturn 5 erdacht und gebaut haben. Auch wenn wir letztlich fast 5 Stunden nur in der Apollo-Ausstellung verbrachten, verging die Zeit wie im Raketenflug und nur schweren Herzens kehrten wir der Saturn 5-Halle und schließlich dem Kennedy Space Center den Rücken. Aber wir würden ja am nächsten Tag wiederkommen. Space Shuttle Atlantis und Falcon Booster und vieles andere hatten wir ja noch nicht einmal gesehen. Die Empfehlung für das Kennedy Space Center, mindestens 2 Tage einzuplanen, ja, die hatte sich bewahrheitet. Und auch wir können nur wärmstens empfehlen, plan 2 Tage für diese unfassbare Ausstellung und das Erlebnis Kennedy Space Center ein.
Das war mein erster Tag vom Kennedy Space Center. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Heute wirklich voll Hashtag Apollo-Moment. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.